Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem WarTech-Kanal. Ich bin wie immer der Meinbilder. Kaltenstein ist auch anwesend, so mehr oder weniger. Halbwegs, guten Tag. Ja, so wie ich. Ja. Heute gibt's mal ein bisschen was anderes. Nämlich dachte ich mir, ich mache mal ein Tutorial, wie ihr euch einen Home-Server erstellen könnt. Ja. Eigentlich macht meine dieses Tutorial nur für mich. Nein, ich mach's auch wegen den Usern, aber auch für Kaltenstein, also ist nicht ganz uneigennützig. Jetzt zahlen sich natürlich die zwei Bildschirme auf, dass ich Discord und Aufnahmeprogramm gleichzeitig offen haben kann und ich hier einen freien Desktop habe. Also zunächst einmal braucht ihr die Version, dafür geht ihr entweder, also es gibt da drei verschiedene Versionen, entweder Minecraft, das ist aber jetzt für den Wargi-Bereich irrelevant, oder ich mache jetzt einen kurzen Cut. Okay, da sind wir wieder, ich habe nichts gesagt, aber das macht sowieso keinen Unterschied, falls ihr einen reinen Minecraft-Vanilla-Server braucht, geht das ja auch. Also entweder, jetzt erstmal die Frage, ob das für Wargi ist, was nehmt ihr? Paper oder Spigot? Also Paper, Spigot oder Spigot? Also für Spigot, was wir jetzt auch erstmal machen werden, also Plugins installieren geht genau gleich, ist halt nur der einzige Unterschied ist halt nur, dass, ja, werden halt bei verschiedenen Servern verwendet. Also, da jetzt andere Server mit Paper nicht mehr so wirklich laufen, machen wir es jetzt einfach heute mal für Spigot. Also dafür müsst ihr erstmal auf getbucket.org gehen oder halt, falls ihr jetzt Paper wirklich wollt, papermc.io. Ja. Dann Sind beide geht. in der Beschreibung verlinkt. Ja. Es wird so einiges verlinkt sein. Ja. Dann geht ihr hier erstmal auf Downloads. Ach, hier könnt ihr auch Vanilla erstellen. Ich bin. Ja. Ihr merkt, glaube ich, ich bin verplant. Da geht es dann auf Spigot. Und hier könnt ihr euch die Version raussuchen. Wir machen es jetzt einfach mal schön 1.12.2 Download. Datei speichern. Könnte man hier mit Paper genauso machen, aber. Ach ja, wichtig, falls ihr bei Paper seid und tatsächlich noch einen 1.12er Server wollt. Hier oben findet ihr den nicht mehr. Ihr müsst dann hier unten auf Legacy und hier habt ihr dann diese alten Sachen bis zu 1.8 runter. Ja. Aber Ich das muss braucht jetzt ihr nicht. kurz weg, oder ich komme, ich bin einfach weg. Ja, dann ist das Kaltenstein weg. Okay. Downloadet. Über mein Internet sage ich jetzt einfach mal nichts, da gibt es einen kurzen Cut. So, da sind wir wieder und die Datei ist nun fertig heruntergeladen. Ja, nun, also das hier können wir jetzt erstmal schließen. Ich habe da noch ein paar Plugin-Seiten offen. Nun erstmal hier auf Neu, den Ordner und den nennen wir jetzt einfach mal Server. Haben wir einen Ordner, der Server heißt. Und dann, okay, dann kann ich den machen. Ja. Jetzt öffnet ihr den Ordner. Und schnappt euch die Datei, die ihr gerade gedownloadet habt. Etwas verplant heute. So, und setzt die dann hier ein. So. Jetzt mache ich mal einen kurzen Cut, weil ich noch eine Datei vorbereiten muss. So, da bin ich wieder und erstellt euch jetzt einfach eine Textdatei wie ich und nennt es start.txt. Dort schreibt ihr folgendes rein: Add Echo off. Und dann braucht ihr hier euren Minecraft-Pfad und den findet ihr folgendermaßen. Ihr geht am besten auf Installation, geht in eure Installation, bearbeiten. Ich werde hier wahrscheinlich. Oder kann ich es verwenden? Ja, kann ich es zeigen alles. Und dann geht ihr hier oben raus. Dann könnt ihr es wieder schließen. Und fügt den hier ein. Wichtig ist, dass ja, an beiden Seiten Anführungszeichen sein müssen und dass hier am Ende noch Backslash java.exe steht. Das ist wichtig. Dann Leerzeichen minus groß XMX. Dann hier den höchsten Wert, den ihr haben wollt an RAM. Leerzeichen, das gleich nochmal, da ist der kleinste Wert. Und dann Leerzeichen minus jar, Leerzeichen
dann müsst ihr den Namen eurer Datei nehmen, wie hier in dem Fall, spigot-1.12.2.jar. Und mir fällt da auf, es wäre vielleicht ganz intelligent, wenn ihr das vielleicht umbenennt, dass da die Dings raus sind, die Punkte, weil, ja, ihr kennt's, glaube ich, alle, dass Punkte manchmal ein bisschen rumspacken. Spigot.jar und dann die nächste Zeile. Pause. Ja. Speichert ihr dann. Dann benennt ihr die Datei einfach um zu start.bat. Das könnt ihr einfach klicken, dann ist es eine Batch-Datei. Wenn ihr die jetzt ausführt, dauert es einen Moment. Loading Libraries, wenn das da steht, habt ihr schon mal das erste richtig gemacht. Jetzt erstellt ihr euch die Ordner. Jetzt sagt er, drücken wir die Taste einfach. Die Taste drücken, dann macht er zu. Dann müsst ihr in die Euler.txt gehen, geht hier hin und die Euler, hier steht Euler gleich false, hier macht ihr dann Euler gleich true rein. Speichern und erneut die start.bat ausführen. Ja, jetzt führt er aus, jetzt erstellt er gerade alle Dateien und startet. Ich habe dem jetzt ja halt 3 GB zugewiesen. Das reicht eigentlich. Ja. In der Zeit, wo der sucht, können wir schon mal einige hilfreiche Plugins raufziehen. Ich habe ja den Plugins-Ordner. Ich habe hier schon ein paar Sachen rausgesucht. Nämlich einmal Fast Async World Edit. Farbe dürfte man kennen. Wieso habe ich das Gefühl, ich muss Werbung rauspixeln oder rausschneiden? Nehme ich tatsächlich nicht. So, Spigot. Hier, 1.7.10 bis 1.12.2. Ups. Download Farbe. So, jetzt müssen wir kurz gucken. Datei speichern. Ist richtig? Ja, ist richtig. Ich bin heute leider etwas verplant. Und wir haben schon runtergeladen. Und dann noch Multiverse würde ich nehmen, weil ist halt praktisch für generell Wargi-Server, in dem Fall jetzt Wargi-Home-Server. Das Wichtigste ist ein Home-Server. Das heißt, ihr müsst da erst einiges umstellen. Auch Teile an der Firewall verändern, damit da auch andere drauf können und oder ihr macht es über Hamachi, aber das will ich jetzt nicht erklären. Ja, Multiverse ist auch verlinkt, also ist alles natürlich verlinkt, könnt ihr einfach downloaden. Habt ihr. Jetzt haben wir alle Plugins runtergeladen. Ich hätte eigentlich noch ein anderes Plugin gerne genommen, aber mir ist spontan aufgefallen, das war eventuell für die falsche Version. Das machen wir jetzt. Downloads. Ich glaube, man merkt, ich bin ja auch nicht der Schnellste. Jetzt fügen wir das hier einfach ein. Jetzt geben wir hier in die Konsole ein. Also das ist jetzt eure Konsole, diese CMD-Datei. Also die Batch-Datei, CMD jetzt halt. Macht jetzt Stop. Dann stoppt der Server, weil wir haben jetzt Plugins reingezogen. Jetzt muss der einmal neu starten. Jetzt startet ihr es. Und dann sehen wir uns gleich im Spiel. So, da sind wir wieder. Und jetzt müsst ihr einfach auf direkt verbindende Server hinzufügen. Joint einfach auf localhost, wenn ihr den Server gestartet habt. Und wenn alles läuft, ja, wir sind auf dem Server. Ihr müsstet jetzt noch in eure Konsole eingeben. OP und dann euren Namen, also in dem Fall OP-Mann-11. Hier, wenn ich das jetzt mache, schreibe ich es natürlich nur, aber das müsst ihr ohne Slash in die Konsole eingeben. Ich habe das schon gemacht, das heißt, ich habe natürlich recht. Ja. Probieren wir mal aus, ob die Plugins drauf sind. Farbe sieht schwer so aus. Multiverse auch. Okay. Ja. Und jetzt könnt ihr natürlich mit Multiverse neue Welten und so erstellen. Ich denke mal, das wisst ihr, wie das geht. Und Farbe dürftet ihr auch hinkriegen. Ja. Also, alle Links in der Videobeschreibung. Und ich hoffe, es hat euch gefallen.
Bis zum nächsten Video.